Da sich beim letzten Video ja völlig zu Recht, aber der ein oder andere doch ein bisschen darüber beschwert hat, dass ja gar nichts mehr von dem Feuer übrig war, als ich mit Reden fertig war, habe ich mich heute darum gekümmert, dass genug Feuer zu sehen ist. Dafür ist es jetzt aber auch ganz schön ordentlich warm. Naja, auf jeden Fall geht es heute um das Weihnachtsgeschäft. Ich versuche mich auch ein bisschen zu beeilen, damit von dem Feuer auch noch was da ist, wenn ich fertig bin mit Reden. Aber gut, es geht heute um das Weihnachtsgeschäft. Und das Weihnachtsgeschäft sorgt ja bekanntermaßen mittlerweile in eigentlich jeder Branche wirklich für einen Ausnahmezustand. Und das immer und immer wieder, Jahr für Jahr. Und das ist selbstverständlich auch in der zivilen Luftfahrt so. Und am besten sieht man das am Heiligabend bzw. auch zum Jahreswechsel selbstverständlich hierzulande bei der größten deutschen Airline, also bei der Lufthansa. Wie das organisatorisch und logistisch aussieht, das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Und wir blicken natürlich einmal kurz ins Jahr 2019. Gucken uns auch mal kurz die Cargo-Sparte der Lufthansa an und die Lufthansa Group als solches. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr feiert alle schöne Weihnachten. Tja, das Jahr neigt sich jetzt also dem Ende zu und damit stehen jetzt noch zwei wichtige Termine vor der Tür, beziehungsweise den einen Termin, den hat man selbstverständlich schon mehr oder weniger hinter sich gebracht, den anderen Termin, den hat man noch vor sich. Das ist zum einen Weihnachten und Silvester. Das sind Feiertage, an denen die Lufthansa-Passagiere besonders erwartungsvoll in ein Flugzeug der größten deutschen Fluggesellschaft steigen und noch viel mehr Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit von ihrer heißgeliebten deutschen Airline erwarten, als sie es eh schon tun. Obwohl das auch nicht ganz korrekt ist, denn nicht die einzelnen Feiertage als solches stellen eine große Herausforderung dar, sondern vielmehr die Tage davor und danach. Da werden die Maschinen ziemlich gut besucht sein. Aber man macht das ja auch nicht zum ersten Mal und es ist wohl nicht übertrieben zu sagen, dass eine Lufthansa ziemlich genau weiß, wie sie mit einer solchen Situation bzw. mit einer solchen Herausforderung zum Ende des Jahres nochmal umzugehen hat. Eine Lufthansa weiß also mittlerweile sicherlich ziemlich genau, was auf die knapp 300 Flugzeuge starke Flotte der Airline jetzt zum Ende des Jahres nochmal zukommt. Und diese Organisation, die man für einen reibungslosen Ablauf da nochmal braucht, diese Organisation sieht in diesem Jahr folgendermaßen aus. Am Frankfurter Flughafen, also quasi am Zuhause der größten deutschen Fluggesellschaft, standen in diesem Jahr am Heiligabend knapp die Hälfte aller Flugzeuge der Lufthansa geparkt. Und das nicht, weil man dort so vielen Mitarbeitern wie nur möglich freigeben möchte, obwohl auch die sich sicherlich darüber freuen, dass sie dann unterm Weihnachtsbaum sitzen können und nicht im Flugzeug. Aber dass knapp die Hälfte der Lufthansa-Flotte an diesem Tag am 24.12. am Frankfurter Flughafen geparkt ist, das liegt selbstverständlich vielmehr daran, dass an diesem Tag am Nachmittag oder auch am Abend so gut wie niemand im Flugzeug sitzen möchte. Und das ist dann ja selbstverständlich auch mal ein verkraftbarer Verlust an Passagieren. Ganz konkret sieht das dann so aus, dass die Lufthansa am Heiligabend, also gestern, knapp 90 Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge und 44 Langstreckenmaschinen am Frankfurter Flughafen ganz einfach geparkt hat. Mehr als 130 Flugzeuge also und damit fast die Hälfte der gesamten Lufthansa-Flotte. Ganz deutlich sieht man das zum Beispiel laut Lufthansa-Positionsmanager an der Verbindung von Frankfurt nach London. Die wird normalerweise 12-mal täglich bedient. Jetzt am Heiligabend fliegt man diese Strecke nur 6-mal. Ganz einfach. Wie gesagt, das muss man immer dazu sagen, nicht weil man möglichst vielen Leuten freigeben möchte, sondern weil ganz einfach auf solchen Strecken nicht so viele Tickets gebucht werden, beziehungsweise man davon ausgehen muss, dass man nicht mal die Hälfte an Tickets verkaufen kann, wie man sie vielleicht an einem ganz normalen Montag sonst verhökern würde. Der Heiligabend ist dahingehend also im Lufthansa-Flugbetrieb wahrscheinlich schon mal einer der entspanntesten Tage des Jahres. Eher weniger entspannt dürfte die logistische Herausforderung sein, die dahinter steckt. Mehr als 100 Flugzeuge. Und wie gesagt, es sind ja nicht nur Kurz- und Mittelstreckenmaschinen, sondern auch große Langstreckenmaschinen, die alle am Frankfurter Flughafen irgendwo unterzubringen. Denn die Flieger müssen ja mit einem gewissen System dort geparkt werden. Erst einmal muss man die Flächen dafür finden. Zweitens müssen die Flugzeuge ja auch so geparkt werden, dass sie am nächsten Tag, wo sie dann wieder gebraucht werden, auch in der richtigen Reihenfolge wieder aktiviert und aus dem Parkplatz herausgeholt werden können. Mit anderen Worten, man muss sich vorher schon ganz genau Gedanken machen, wann man wo welches Flugzeug am Frankfurter Flughafen parken kann und wie man die Maschine dann wieder zurück in den normalen Betrieb bekommt. Denn am 25.12. sowie am 26.12., also an den beiden Weihnachtsfeiertagen, da steigen die Leute wieder ins Flugzeug. Das heißt, die Maschinen müssen dort wieder vernünftig fliegen können. Zum 27.12. soll die Lage dann laut Lufthansa-Positionsmanager wieder vergleichbar sein mit der normalen Lage, die man auch vor Weihnachten hatte, bevor es dann zum Jahreswechsel alles wieder etwas spezieller wird. Denn am 30. und am 31. des Jahres, also an den beiden letzten Tagen des Jahres 2018, da wird man wieder recht wenig fliegen, was wiederum bedeutet, dass man die Flugzeuge wieder am Frankfurter Flughafen parken wird. Am 1. Januar
Januar, also am ersten Tag des neuen Jahres, wird dann allerdings wieder in ganz normalem Ausmaße geflogen, was wiederum bedeutet, dass nachts bzw. frühmorgens in Frankfurt am Frankfurter Flughafen eine sehr besondere Situation entsteht. Denn während der ein oder andere vielleicht noch ein bisschen feiert, sind dann am Frankfurter Flughafen alle verfügbaren Schlepper damit beschäftigt, die vorher geparkten Flugzeuge der Lufthansa zu den entsprechenden Positionen zu schleppen, wo sie dann für den neuen Tag und für den ganz normalen Betrieb ab dem 1. Januar fertig gemacht bzw. fit gemacht werden müssen. Das kennt wahrscheinlich jeder am Frankfurter Flughafen, das sieht immer ganz cool aus, wenn dann die Schlepper die Flugzeuge von der einen Seite des Frankfurter Flughafens zur anderen Seite schleppen, zu den entsprechenden Positionen bzw. zu den Abfertigungsgebäuden. Das wird dann allerdings in der Silvesternacht, also in der Nacht vom 31. Dezember zum 1. Januar, in einem sehr besonderen Ausmaße stattfinden. Und nur um diesen Aufwand mal so ein bisschen deutlich zu machen, die Lufthansa benötigt an den Flughäfen, wo sie ihre Flugzeuge dann parken, das ist selbstverständlich im größten Ausmaße der Frankfurter Flughafen, aber es geht auch an anderen Flughäfen, zum Beispiel in München oder sogar im Ausland. Sie brauchen zusammen insgesamt 40.000 Quadratmeter an zusätzlichen Stellflächen, um dort ihre über 130 Flugzeuge bzw. knapp die Hälfte der Flotte parken zu können. Das klingt erstmal gar nicht so wahnsinnig viel, das ist von der Fläche sind das ungefähr knapp 6 Fußballfelder. Aber 6 Fußballfelder wollen auf einem Flughafen ja auch erstmal gefunden werden. Es ist ja nicht so, dass zum Beispiel der Frankfurter Flughafen Unmengen an Stellflächen im normalen Betrieb einfach so zur Verfügung stellen kann. Bedeutet, man muss sich da schon ein bisschen drum kümmern. Ist eine organisatorische Herausforderung und für diese organisatorische Herausforderung, die sicherlich schon ein paar Monate in Anspruch nimmt, braucht man auch zusätzliches Personal. Knapp 120 Leute sind das laut dem Lufthansa-Positionsmanager wieder, die da jetzt bei der Lufthansa nur damit beschäftigt sind, das Ganze jetzt über die Feiertage zu organisieren bzw. ein Auge darauf zu haben, ob das auch alles so läuft, wie man sich das vielleicht irgendwann mal in der Planung gedacht hat. Also, das, was wir aus den ganzen Informationen jetzt schon mal rausziehen können, ist, dass an Weihnachten und Silvester auf jeden Fall in der Luftfahrt gearbeitet wird. Und während sich der ein oder andere aus dem fliegenden Personal vielleicht in diesem Jahr darüber freuen kann, dass er Weihnachten mit zu Hause verbringen darf, vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass an Weihnachten und Silvester einfach nicht so viele Leute ins Flugzeug steigen wollen, was dann ja wiederum für alle gut ist, da muss man auch bedenken, dass zum Beispiel Techniker sicherlich jetzt ihre Hallen vollgestellt bekommen mit Flugzeugen. Denn wenn die Maschinen eh am Boden sind, dann hat man auch Zeit für Checks, was wiederum bedeutet, dass viele Techniker wahrscheinlich Weihnachten nicht zu Hause sein können. An dieser Stelle jetzt also auch mal ganz besonders frohe Weihnachten an die, die vielleicht über die Feiertage im oder am Flugzeug arbeiten oder gearbeitet haben oder arbeiten müssen oder wie auch immer. Das gehört natürlich irgendwo dazu und sorgt dafür, dass der Betrieb am Laufen gehalten wird, aber kann auch durchaus mal ein bisschen schade sein. Bei der Cargo-Sparte der Lufthansa wurde der normale Betrieb höchstwahrscheinlich durch die Feiertage nicht so in Anführungszeichen gestört, wie es jetzt bei der Passage der Lufthansa der Fall ist. Da wird einfach auf Hochtouren weitergeflogen und der eine fliegt dann nun mal über Weihnachten und der andere nicht. Das ist dann in der Luftfahrt nun mal so. Und dann steht ja auch bald schon 2019 vor der Tür. Und das ist sicherlich in vielerlei Hinsicht ein ziemlich spannendes Jahr, in dem es bei den meisten deutschen Fluggesellschaften auch bei der Lufthansa, vor allem aber bei der Lufthansa Group, darum gehen dürfte, das Wachstum, was man 2018 hingelegt hat, das jetzt auf stabile Beine zu stellen. Denn 2018 ging vieles drunter und drüber und es gab eine ganze Menge Chaos. Und die Hauptaufgabe wird eben sein, dieses Chaos, was 2018 mit sich brachte, das jetzt zu ordnen, Marktanteile zu sortieren, Personal an die Stellen zu sortieren, wo sie auch dann wirklich hingehören und eventuell dann auch mal bleiben können. Und dann wird es einfach darum gehen, die tägliche Operation auf eine solide Basis zu stellen. Das wird bei der Lufthansa und vor allem halt eben bei der Lufthansa Group die Hauptaufgabe des Jahres 2019 sein. Dazu vielleicht mal ein paar kurze, eindrucksvolle, grobe Zahlen aus der Eurowings-Bilanz des Jahres 2018. Der Eurowings und damit ja auch irgendwo der Lufthansa sind nämlich durch die Integration der großen Air Berlin-Teile tatsächlich einmal Kosten von etwa 170 Millionen Euro in diesem Jahr entstanden. Das Ganze addiert sich dann mit knapp 250 Millionen Euro zusätzlichen Kosten aufgrund von Flugausfällen und Verspätungen bzw. die Entschädigung, die man dafür zahlen muss an die Passagiere, zu einem riesigen Batzen Geld, der wiederum dann dafür sorgte, dass Eurowings im Jahre 2018 nicht profitabel fliegen konnte. So kann das 2019 auf keinen Fall weitergehen und die Lösung des Problems wird man sicherlich nicht in zusätzlichem Wachstum, sondern in mehr Stabilität, in mehr Ordnung, in der täglichen Operation finden. Und irgendwo ist man das den Passagieren ja auch schuldig. Und das wirklich bei den meisten deutschen Airlines. Das trifft selbstverständlich nicht nur auf die Lufthansa Group zu. Lufthansa selbst wird 2019 immer weiter
weiter abwägen, wie man mit dem Standort München umgeht. Also im Hinblick darauf, inwiefern man weitere Flugzeuge von Frankfurt aus in den Süden des Landes schieben könnte, wo sie dann eventuell effizienter und besser fliegen und damit besser arbeiten können. Aber nicht nur zwischen den beiden Standorten selbst wird man Flugzeuge hin und her schieben, sondern schlicht und einfach auch zwischen den Group Airlines der Lufthansa. Wir haben im Zuge der neuen Lackierung, der neuen Lufthansa-Lackierung und im Zuge der Vereinheitlichung der Lufthansa-Lackierung, sprich im Zuge der Vereinheitlichung des Weißtons beispielsweise, wie man ihn bei Austrian Airlines, bei Swiss oder auch bei Eurowings einsetzt. Man bedenke die jetzt weißen Triebwerke der Eurowings-Flugzeuge. Da haben wir schon darüber gesprochen, dass die Lufthansa 2019 ganz groß damit anfangen wird, die Flugzeuge eben dorthin zu schieben, wo man sie am besten gebrauchen kann. Es geht also eben darum, die Flugzeuge dann dorthin zu schicken, wo sie zu dem individuellen Zeitpunkt dann am besten und effizientesten fliegen können. So sollen zum Beispiel, so sieht es zum aktuellen Zeitpunkt aus, zwei weitere Airbus A330 im Jahr 2019 von der Lufthansa aus zur Eurowings wechseln. Sie sollen also von der einen Flotte zur anderen geschoben werden, weil sie dort einfach besser eingesetzt werden können. Und dort sollen sie eventuell sogar die mittlerweile knapp 18 oder 19 Jahre alten Airbus A340 ersetzen. Genaueres werden wir dann natürlich in naher Zukunft sehen und auch dann sprechen wir noch mal ein bisschen ausführlicher über das ganze Thema. Und im Jahr 2019 wird man selbstverständlich auch neue Flugzeuge bei der Lufthansa Cargo sehen. Denn die Erneuerung der Flugzeugflotte mit der Boeing 777 in der Frachtversion geht da selbstverständlich weiter. Konkret bedeutet das, drei neue Frachter werden im Jahre 2019 zur Lufthansa Cargo Flotte kommen. Tja, und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Informationen dabei. Mit dem Feuer habe ich das heute eindeutig zu gut gemeint. Ich glaube, ich habe mir meinen Rücken verbrannt. Aber ich freue mich sehr auf eure Meinung und Kommentare zum Jahr 2019, eure Gedanken zu dem neuen Jahr. Bin sehr gespannt, was uns da in naher Zukunft noch erwarten wird. Und dann mal schauen, wann es das nächste Video gibt. Kann euch leider noch nichts versprechen, aber ich gucke mal, dass das nicht allzu lange dauern wird. Und dann wünsche ich euch allen noch schöne Feiertage. Genießt die letzten Tage des Jahres. Lasst es euch gut gehen. Und ein großes Dankeschön auf jeden Fall nochmal an Stefan heute. Vielen lieben Dank für deinen großartigen Support auf meiner Patreon-Seite. Sehr nett von dir. Freue ich mich sehr drüber. Damit hilfst du dem Kanal sehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen, vielleicht übermorgen, vielleicht irgendwann bestimmt bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.